Ich zeige dir heute die Anleitung für diese Karte in der Box. Gestaltet habe ich sie mit den Stempelsets Das Gelbe vom Ei und 100 gute Wünsche. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Heute gibt es die ausführliche Anleitung für diese Card in a Box. Am besten du legst dir zuerst alle Materialien zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Du benötigst ein Stück Farbkarton in den Maßen 23 x 15 cm. Außerdem zwei oder drei solche kleinen Stege in den Maßen 8,5 x 1,5 cm, Designerpapier ein Stück in den Maßen 14,5 x 5 cm und drei Stück in 5 x 5 cm. Außerdem für die Dekoration, ich bin ja hier immer noch im Hühnerfieber, verschiedene Stanzteile oder ausgeschnittene gestempelte Teile. Ich habe hier auch noch Briefmarken verwendet, wie ich die gemacht habe, verlinke ich dir. Ja, bisschen Deko, bling bling auch. Könntest du natürlich auch mit Blumen gestalten, aber wir sind jetzt heute noch mit den Hühnern beschäftigt. Was brauche ich unbedingt noch? Meine Schneidemaschine, mein Schneidebrett, womit ich auch falzen kann. Und das mache ich auch gleich mal. Geschnitten habe ich ja schon. Und zwar falze ich an der langen Seite jeweils bei 5,5 cm. Also das heißt bei 5,5, bei 11, bei 16,5 und bei 22. Und dann habe ich am Ende noch einen Klebestreifen von einem Zentimeter. Jetzt lege ich es quer an und lasse auf einer Seite bei einem Feld, das falze ich nicht. Welches ist egal. Ich lege es bei 5,5 an. Das letzte oder das erste ist egal. Ich nehme jetzt das letzte, falze ich nicht. Das ist einfach nur, wo dann am Ende die Klebenaht sein wird. Die möchte ich hinten haben. Also 5,5 und dann falze ich bis zur letzten Querlinie. Auf jeden Fall. So, das war's auch schon. Das klappen wir wieder weg. Legen wir beiseite. Brauchen wir gleich nochmal für die Stege, aber jetzt wird erstmal geschnitten. Und zwar schneide ich hier drüben zuerst mal die Klebefläche, die erste ab. Die brauchen wir nämlich nicht. Wir kleben nur das untere Teil zusammen. Und dann schneide ich diese kurzen Flächen immer bis zu den 15,5 cm Querlinien. Bis zu der Querlinie schneide ich ein. Hier ist so schöne Sonne. Das ist super, ist auch schön warm. Man sieht mir nicht richtig. So, das war's. Das bedeutet, dieses Feld hier hinten falze ich nicht. Alle anderen falze ich. Und hier meine Klebefläche. Und diese Quadrate alle nach unten. Und dann klebe ich das hier drüben zusammen. Vorher setze ich, wie ich das hier schon mal vorbereitet habe, hier hinten diese große Fläche auf, also Designerpapier in den Maßen 5 x 14,5 cm setze ich auf das Feld hier hinten auf. Wenn ich das habe, kommt hier das doppelseitige Abreißklebeband drauf oder Flüssigkleber und dann wird das Ganze gut zusammengeklebt. Folie abziehen und dann hier drüben zusammenkleben und dann siehst du auch die fertig zusammengeklappte Größe der Karte. Sie würde also in einen normalen E6 Briefumschlag passen. Jo. Ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Also arbeite ich hiermit weiter. Ich hatte nämlich kein Designerpapier mehr passend. Das ist jetzt das. Ein Quadrat habe ich auch schon aufgeklebt. Und die zwei anderen klebe ich jetzt links und rechts noch auf. Welche Seite ich nehme. Jo, ich habe mich entschieden für dieses Hühnerhofmuster, würde ich ja sagen. Passt genau zu meinem Hühnern gleich. Klebe ich hier auf. Bevor es ans Ausdekorieren geht, denn das war eigentlich schon der ganze Kartenzauber, ist auch nicht überhaupt ein Video für, man weiß es nicht, habe ich hier nochmal, zeige ich dir nochmal, wie ich zu diesen kleinen Stegen am vernünftigsten komme, also für mich am günstigsten, kann ja jeder anders machen. Ich habe mir einen Streifen geschnitten auf den Maßen 8,5 cm und lege ihn in die Schneidemaschine mit der kurzen Seite, also bei 1,5 eine Falzlinie und auf der anderen Seite auch bei 1,5.
Dadurch ist die Linie schön fest und gerade und nicht schief. Das geht viel besser, als wenn ich diese kleinen Streifen hier einlegen würde. Und dann schneide ich mir von diesem Stück Streifen in den Maßen 1,5 x 1,5 runter. 1,5 x 8,5, sorry. Jetzt kann ich links und rechts falten und habe meinen kleinen Steg, den ich da in meine Box reinpacke. Jo, das könnte ich jetzt mit Flüssigkleber kleben oder mit Abreißklebeband. Jeder, wie er gerne möchte. Ich mag es jetzt mal mit diesem ausprobieren, in der Hoffnung, dass ich mich nicht anschmiere. Man kennt das ja schon von mir. Und dann setze ich das hier ziemlich passgenau ein. Erst auf die eine Seite andrücken. Und dann auf die andere Seite andrücken. Du siehst, ein Steg ist schon drin. Der zweite kommt dazu. Ja, so mit Abreißklebeband ist das super, aber vielleicht nicht ganz so stabil. Du siehst, nicht ganz gerade. Machst du natürlich viel besser als ich. Ja, und den dritten könnte ich auch noch einkleben. Das heißt dann nur, ich muss mehr Gefieder in die Box setzen. Aber wir haben es ja. Wir haben ja eine Tüte dick voll. Das gleiche nochmal. Ich lege mir das so hin, platziere die eine Seite und schiebe die andere Seite und drücke das hier schön an. Umdrehen das Ganze. Andere Seite genauso. Jetzt nehme ich mal hinten die Kante. Sehe nicht, was ich tue. Ich will aber nicht, dass du meinen Kopf siehst. So. Ja, schon habe ich die Stege. Und dann schaue ich mal, ich kann das Ganze immer noch schön flach legen. Wichtig. Könnte man das alles mit Designerpapier weiter ausgestalten. Man kann es aber auch lassen, weil ich denke, das könnte zu bunt werden. Ich fand es so einfach schick. Beide Seiten ist es gut faltbar. Vordere Seite runterfalten. Und dann wird dekoriert. Was haben wir denn hier? Ich habe meine Hühner mit Pfauengrün und Mangogelb hauptsächlich schon vorkoloriert. Und die kann ich jetzt wunderbar hier reinsetzen. Hier habe ich auch so einen Klarsichtfolienstreifen. Siehst du den? Den hatten wir letztens bei der Matchbox-Ziehverpackung Pop-Up-Box. Falls man mal was höher drin haben möchte. Und was ganz wichtig ist, du möchtest es ja im besten Fall nachher in einen Briefumschlag packen. Das bedeutet, die Elemente sollten nicht weit über diese Maße hinausstehen. Hier mal guckst, es sind wirklich nur minimal Ecken, das habe ich probiert, das funktioniert gerade so. Weiter sollte es nicht hinausragen, wenn es in einen Umschlag gepackt wird. So, was hätten wir denn? Ich finde das ja ganz schicki da hinten mit dem Gitter. Mir fällt gerade was ein, was ich unbedingt machen wollte, mache ich auch sofort gleich. Ich will dir meine ganze Hühnerhoffarm zeigen, bevor ich die nämlich an eine liebe Freundin in Thüringen verschenke, die in den nächsten Tagen Geburtstag hat. Das ist das eine. Da gibt es ja gerne Post. Aber die hat auch noch Hühner. Und zwar nicht wenige. Und die legen Eier. Und von den Eiern habe ich früher auch immer profitiert. Jetzt kriege ich Kartoffeln geschickt. Habe ich zum Geburtstag Kartoffeln geschickt bekommen. Frisch aus Thüringer Erden. Also werde ich jetzt mal was zurückschicken, unbedingt, und zwar meinen Hühnerhof. Zeig dir mal, was da alles hingeht. Muss ich holen? Soll ich? Mache ich. Wahrscheinlich kommt diese Karte hin, so zur Motivation. Einatmen, ausatmen, entspannen mit den lustigen Hühnern. Dann diese Pop-Up-Flashcard. Wird die Geburtstagskarte. Dann kommen natürlich unbedingt noch meine Pop-Up-Matchbox, Taschenhochverpackung mit dem Huhn, was dann rausspringt. Und meine Ziehverpackung mit dem Double Slider, also mit dem beidseitigen, wo auch ein Huhn rauskommt. Und wahrscheinlich ein Ei rein. Du weißt schon, welche Sorte, die mit Schokolade. Ja, und dann auch noch unbedingt, muss immer sein, ist eigentlich schon Tradition, eine Kerze von mir aus meiner Kerzenwerkstatt gegossen. Ja. Wollte ich dir zeigen, bevor das in die Post geht. Du siehst, die Sachen, die ich bastel, werden auch noch weiter verwendet. So, weiter geht's. Jetzt Hühnerhof. Jetzt habe ich hier irgendwo dieses Gitter. Ist wahrscheinlich eins an der Kiste kleben geblieben. Macht nichts. Wir haben es ja, wir nehmen das nächste. Und das werden wir kurz ein bisschen einstreichen mit Klebstoff. Gar nicht so ganz flächig, aber so ein bisschen. Und hier hinten schon mal so wie so ein Drahtgeflecht
ansetzen. Und dieses Drahtgeflecht klettern die kleinen Eier hoch. Dafür nehme ich die Abstandsklebepunkte. Kleines Ei, kleine Punkte. Große Hühner, große Punkte. So, das erste Ei, das klettert hier hinten. Sitzt da so ein bisschen. Genau, dann haben wir die Sache mit dem Huhn. Ich habe ja gesagt, es sollte nicht über hinaus ragen. Das habe ich meine ganze Hühnerform durcheinander gebracht. Vor lauter Zeigeritis. Irgendwie sind Hühner von dannen geflogen. Ist nicht wild. Wir haben ja genug andere. So, die zwei. Ja, dieses Huhn setzen wir hier rein und womit arbeiten wir da? Das ist ganz verschieden. Hier nehme ich mal die Glue Dots, die Mini-Klebepunkte. Und zwar setze ich die unten an die Hühnerfüße ran. Hier unten und dann kommt das Huhn hier rein. Das geht auf diese Ebene. Da sitzt das Huhn. Ich suche gerade das Huhn, welches den Ballon hat. Das ist gut. Ja. Hier ist es. Ach, hab echt geschwitzt. Jo, der Ballon, siehst du, der fliegt zu weit oben. Da machen wir, kennen wir gar nichts. Den schneiden wir hier einfach ab und kleben ihn tiefer wieder an. Gleiche Stelle, bisschen gekürzt. Lange Leine wird auch wirklich überbewertet. Das geht auch mit kurzer Leine. Und das setzen wir hier hinten rein, so dass man es gerade sieht. Da nehme ich wieder altbewährt das doppelseitige Abreißklebeband und schiebe das so, dass ich das Gefühl habe, es passt gerade noch so in den Umschlag und klebe es in den Steg. Da kannst du das Huhn sehen. Und dann hätte ich gerne noch meinen Geburtstagskuchenhuhn. Das kommt hier vorne hin. Auch da arbeite ich nochmal mit diesen Mini-Klebepunkten, weil die ziemlich gut halten und ja, relativ unsichtbar kleben. Zwei Stück. Hier vorne wird es rangesetzt, angeklebt und schon ist die Hütte voll mit Hühnern. So, dann hätten wir noch eins von diesen tanzenden Hühnern. Ich habe Storys von den Hühnern da in Thüringen erzählt bekommen. Da passt dieses tanzende Huhn jetzt so richtig dazu. Ich glaube auch von irgendeinem Hahn. Ich habe den Namen vergessen. Merkt mir ja nicht. So, das Huhn tanzt. Und dann das kleine Küken. Haben wir noch eins? Also ich glaube, ich muss noch mal in die Malwerkstatt gehen. Hin und wieder fehlen auch. Sind schon die ersten Elemente alle. Okay, dann setze ich mal hier drüben noch dieses Küken hin. Auch wieder mit den Abstandsklebepunkten. Und das Ganze hier so ein bisschen an die Ecke. Das lustige Huhn geht hier unten als Briefmarke drauf. So, hier. Auf die Box, die Briefmarke. Und dann hätten wir noch, wir haben ja auch noch andere Stanzteile. Das ist jetzt mal eine Schrift. Hier gibt es ja diese schönen Stanzteile dabei. Hier habe ich diese Schrift Alles Liebe. Das setze ich hier vorne drauf. Und zwar so ein bisschen schräg, weil hier ist ja alles so ein bisschen in Bewegung. Jo, was fehlt noch? Der Zaun. Den Zaun, den setzen wir so, dass er... Ja, zweite Ebene. Setz den mal in die zweite Ebene. Klebe bei dem mal mit Flüssigkleber und kann mal ein bisschen experimentieren. Nehme meine Pinzette und schnuffel den hier so dazwischen. Dass das Huhn, Moment, wird da wohl passen. Das Huhn steht hinter dem Zaun. So. Jo.
restliche Bande beiseite, Arbeitsfläche leer räumen. Ja, und das war's auch schon wieder. So einfach geht diese Card in a Box. Und du kannst dir das sicher vorstellen, wie man da ganz schnell mit anderen Elementen eine feine Karte machen kann, die Effekt hat. Man legt sie so zusammen, ab in den Brief, der andere packt sie aus, stellt sie auf und hat gleich eine Dekoration auf seinem Geburtstagstisch. Jo, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alle Maße findest du auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de, habe ich dir in der Beschreibung auch nochmal verlinkt. War dir das zu lang? Ich habe die ganze Sache nochmal kurz und knackig. Ich wünsche dir jetzt kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.